Sie flüchteten als Kinder ohne Eltern in die Schweiz. 50% hast du Chancen zum Leben und 50% nicht. Nun müssen sie sich in einer neuen Welt zurechtfinden. Ich muss einfach zuerst Deutsch lernen und so. Sie wollen ihre Träume verwirklichen. Als ich Kind war, wollte ich immer in einem eigenen Hotel haben oder in einem Hotel arbeiten oder Restaurant. Und das ist immer noch das, was ich will. Aber nicht immer läuft es rund. Haben Sie gedacht, das ist locker, mache ich mit links? Wie funktioniert Integration bei minderjährigen Asylsuchenden? Wie werden sie unterstützt? Und was wird von ihnen verlangt? Tschüss, alles Gute. Davon handelt diese Reportage. Diese Geschichte beginnt im September 2017. Acht minderjährige Asylsuchende bilden eine Schicksalsgemeinschaft in diesem Haus im Kanton Basel-Land. Einer von ihnen ist der 17-jährige Maljar aus Afghanistan. Vor eineinhalb Jahren flüchtete er in die Schweiz. Ich war in meinem Dorf und dort waren Taliban und so. Und sie wollten einfach so, dass wir müssen mit sie so ins Krieg gehen. Und für deshalb bin ich hergekommen. Wie war die Reise von Afghanistan hierher? Die Reise war so schwierig, weil wir sind zu Fuß gekommen und manchmal war es ist so gefährlich, dieser Weg. Dass viele Menschen, ich habe gesehen, dass sie waren tot und es ist echt gefährlich. Also, das ist mein Zimmer und hier wohnt mein Freund. Er ist auch von Afghanistan und hier schlafe ich und das ist unser Sofa. Und hier das ist Schreibtisch, so Pult. Ja, ich bin sehr glücklich, dass ich bin hier. Gleich nebenan hat ein 16-Jähriger aus Eritrea sein Zimmer. Wir nennen ihn Josef. Der Sohn eines Bauern flüchtete als 15-Jähriger in die Schweiz allein. Er befürchtete, auf unbestimmte Zeit ins Militär eingezogen zu werden. Auf der Flucht hatte ich große Angst. Der Lastwagenfahrer raste wie wild durch die Wüste, während wir uns hinten auf der Ladefläche kaum festhalten konnten. Den Schleppern musste ich umgerechnet 4'000 Franken bezahlen. Das Geld gaben mir meine Verwandten. Eine große Gefahr waren die Leute des IS. Wenn sie Flüchtlinge aufspüren, erschießen sie diese sofort. Es war sehr schlimm. Youssef hat noch kaum je eine Schule besucht. Marlies Thommen ist an diesem Tag extra gekommen, um ihm Nachhilfeunterricht zu geben. Doch der Eritreer sträubt sich. Nein, ich kann schon Deutsch, ich kann schon Arabisch. Arabisch kannst du. Englisch, Äthiopianisch. Warst doch jetzt schnuppern. Mhm. In der Küche, oder? Ja. Okay. Aber ich will jetzt Mauder? Ja. Aber wenn du jetzt Mauder machen möchtest, dann musst du auch gut rechnen können. Du musst ausrechnen können, wie viele Steine brauchst. Wenn ich Mauerarbeit, was ich muss richtig essen. Ja, du musst viel essen. Ja, Mann, ich esse viel. Ist harte Arbeit. Hast du das selber gekocht? Nein. Wer hat das gekocht? Ich habe Dieb gemacht. Das warst du doch als Koch. Hat das gestoppt? Von wem? Das gehört zu Mama, oder? Ja. Und wo ist Mama? Ich weiß nicht. Ich sage es mal. Aber es ist mir gut, er hat viel Öl gemacht. Wie ist es so der Umgang da? Ist es schon schwierig mit diesen Jungen da? Oder wie sieht es so aus? Mit mir? Fragen Sie, Frau Thommen. Es ist nicht immer einfach. Wann bist du gekommen auf Arlesheim? Weißt du das noch? Oh, ich weiß mich auch vergessen. März. Letztes Jahr. August. Erst im August. Juli, ja. August, so, ja. Ja. Da war es nicht immer einfach.
Da gab es viele Auseinandersetzungen. Inwiefern? Es waren 20, 23 UMAs. Manchmal waren wir zu zweit in der Schule. Es war recht chaotisch. Okay, ciao. Ich gehe. Kommst du noch rauf? Ich habe. Ich werde bis 4 Uhr hier. Ich habe mit meinen Freunden Treffen in Basel, ja? Ah, okay. Ja. Ciao. Ciao. Nächste Woche. Okay. Bis nächste Woche. Ich hänge den Zettel. Die Nachhilfelehrerin ist vergebens gekommen. In diesem Haus im Basel-Land telefonieren regelmäßig zwei Cousins mit ihren Eltern in Afghanistan. Hallo. Hallo, salam alaikum, Madar. Alaikum, salam, bachim. Wie bist du, Madar? Jan Jura? Shehzad ist 18 Jahre alt. Sein Cousin Shehraz 21. Weil die beiden volljährig sind, leben sie nicht mehr in einem Wohnheim, sondern in einer Sozialwohnung. Die lebensgefährliche Flucht im Jahre 2015 hat die jungen Männer zu harten Kerlen gemacht. Doch getrennt von Mama zu sein, fällt ihnen schwer. Ja, eigentlich habe ich immer Heimweh, aber wenn ich persönlich anrufe und manchmal, wenn ich lange nicht gesehen habe, meine Mutter, dann wenn ich sehe, dann wahnsinnig stark Heimweh habe ich, dann konnte ich manchmal am Nacht gar nicht schlafen. Wenn man mit Mama spricht oder Mutter spricht, so wird man so ganz ruhig, so Herz wird ganz ruhig und fühlt man sich ganz ein bisschen, Kopf wird ganz gut und fühlt man ganz ruhig und wird man automatisch, keine Ahnung, ein bisschen so glücklich. Die Väter sind Goldschmiede. Für ihre Söhne sahen die Eltern keine Zukunft in Afghanistan. Deshalb gaben sie ihnen Geld und schickten die damals 15-Jährigen auf die Flucht. Dort ist es Probleme in Afghanistan, kann man nicht einfach ruhig leben, wegen Taliban, die machen immer jeden Tag pro Woche einmal, zweimal, die machen immer Scheiße. Und wir haben schon ein paar Mal mit unseren Augen gesehen, dass die Leute kommen einfach und schießen Leute ohne Grund, ohne etwas. Und einfach die toten Leute sind auf dem Boden. Und was habt ihr so alles erlebt auf dieser Route? Hat man da viel Elend gesehen? Elend oder viel traurige Dinge gesehen? Ja. Es war sehr traurige Sachen. Beispiel deine Geschichte, was mit dir passiert ist. Wir waren im Wald und ich weiß nicht, was Shehzad gesagt hat oder was Shehzad gemacht hat, aber der Schlepper hat ihm geschlagen. Ja, wir konnten nichts machen. Und ein paar Mal hat er mir geschlagen, nicht nur einmal. Wenn man in diesem Weg ist, man merkt, dass 50% hast du Chancen zum Leben und 50% nicht. Von der Fürsorge erhalten die beiden Cousins monatlich je 450 Franken. Damit bezahlen sie ihr Essen, Kleider und Hygieneartikel. Man muss jeden Tag schauen, so viel du bezahlst. Hast du vor ganzen Monat noch zum etwas einkaufen, zum Essen? Es ist, was man immer rechnen, so viel für das Geld, so viel für okay, so, dass am Schluss ein bisschen hast du für Essen und für draußen. Streit habt ihr nie zusammen? Doch, oft. Oft. Ja? Jeden Tag fast oder pro Woche 3-4 Mal schon, aber. So eine Stunde, zwei Stunden geht nicht mehr. Weshalb habt ihr Streit? Viele Sachen. So kleine Sachen. Shehraz und Shehzad sind vorläufig aufgenommene Flüchtlinge. Noch ist nicht sicher, ob die beiden ein definitives Bleiberecht in der Schweiz erhalten werden. Im Kanton Basel-Land gibt es mehrere Standorte, in denen minderjährige Asylsuchende untergebracht werden. So auch im Erlenhof außerhalb der Gemeinde Rheinach. Zusammen mit einer Sozialarbeiterin schaut sich hier Malia die Zimmer an. Er möchte umziehen, weil in der Wohngruppe, in der er lebt, zu viel geklaut werde. Hier kochen alle Jungs selber. Also hier kannst du essen machen. Sogar wenn du mehr machst, kannst du es im Kühlschrank reintun. Das wird dir nicht geklaut. Dann zeigt der Erziehungsassistent das Zimmer, in dem Malia wohnen könnte. Heute? Ja. Nachmittag? Ja.
Ist es immer zu dritt? Nee, entweder alleine oder zu zweit. Jetzt besteht die Möglichkeit nicht mehr, dass du hier dieses Zimmer alleine teilen würdest. Da kommt ein Jugendlicher noch. Deshalb seid ihr zu zweit. Also ne, eigentlich, vor was ich will, also allein wohnen oder so, das ist Schule, weil nächstes Jahr ist ein wichtiges Jahr für mich, weil das ist 9. Klasse und wir bekommen zweimal Zeugnis und so. Und für das muss ich lernen. Und so kann ich nicht lernen, zu zweit in einem Wohnung. Ja, ja. Und von überall brauche ich eine Stunde, also von hier vielleicht mehr als eine Stunde. Vielleicht eine Viertelstunde mehr. Wenn du ein Fahrrad hast, kannst du das Fahrrad nehmen bis rein nach Dorf. Und von rein nach Dorf kannst du weiter mit dem Tram und alles, was du willst, kannst du in die Schule fahren. Das sollte kein Problem sein. Du musst es halt nur mal, wenn du mal ausprobieren, kommst du mal hierher, übernachtest hier, dann weißt du Bescheid, dann weißt du auch, um wie viel Uhr, dass du aufstehen musst. Das Aufstehen ist die einzige Sache. Zu langer Schulweg und kein Einzelzimmer, um besser lernen zu können. Malja möchte doch lieber am alten Ort bleiben. Eine Integrationsvorbereitungsklasse ausschließlich für Flüchtlinge. Auch die beiden Cousins, Shiraz und Cesat, nehmen am zweijährigen Lehrgang teil. Er soll den beruflichen Einstieg erleichtern. Solche Kurse sind 2015 dringlich geworden. In jenem Jahr kamen über 2700 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in die Schweiz, mehr als je zuvor. Inzwischen sind die Zahlen stark rückläufig. Im vergangenen Jahr waren es weniger als 500. Als erstes machen Sie ja das Handy auf. Jetzt müssen Sie schauen, wie Sie das aufmachen können. Sie haben hier Werkzeuge. Schrauben Sie diese Zange und Besen. Nein, das Ganze. Mitnehmen und dort auseinandernehmen. Eins. Hopp. Sie müssen das Handy aufmachen. Mit Gewalt, wenn es sein muss. Mit Gewalt? Ah, sehr sehr Gewalt. Darum haben Sie Zangen. Okay. Ah. Ja? Wenn es mit Gewalt geht, dann mit Gewalt. Sie können es ruhig zerstören, das wird verschrottet. Oha. Das waren die Marabacem. Der Lehrer will durch die Aktion sensibilisieren. In den Handys befinden sich wertvolle Rohstoffe. Sie würden unter ausbeuterischen Bedingungen gewonnen. Das erste Mal, ich sehe iPhone-Handy, also von iPhone-Batterie. Sehen Sie? Das ist so unterschiedlich, das ist Nokia. Ursi, Kuba, Pischkari, Sofia. Bist du ein guter Schüler? Fragen Sie von meinen Kollegen, vielleicht die antworten ja. Wie ist das an der Schule? Gut, ja gut. Er macht immer 5,55. So macht er immer 6 auch. So, er ist ein guter Schüler. Wolltest du unbedingt Deutsch lernen? War das ganz wichtig für dich? Also nein, wenn ich in der Schweiz gekommen bin, dann habe ich gewusst, dass erst muss ich Deutsch lernen, weil in der Schweiz man immer Deutsch lernen muss, oder? Also das war wichtig für dich? Ja, erstens, man muss Deutsch, dann später die anderen Sachen. Im Wohnhaus für minderjährige Flüchtlinge verbringt Youssef momentan auch tagsüber viel Zeit. Der 16-jährige Eritreer darf vorübergehend nicht mehr zur Schule. Zuerst schwänzte er regelmäßig den Unterricht. Den verpassten Schulstoff hätte er in einem Strafseminar nachholen müssen. Soweit kam es nicht. Weil er gewalttätig gegenüber Mitschülern wurde, schickte man ihn in ein Timeout. Hast du Probleme? Nein, ich habe keine Probleme. Ja, sicher nicht? Nein. Aber du musstest ein Strafseminar machen, ne? Du musstest... Ja, weißt du, ich habe Horrormusik noch. Dann nimm immer Horror auf Musik. Dann nimm doch ihn aus. Hm? Dann nimm doch die Stöpsel hinaus. Dann okay, kein Problem. Okay. Easy. Der 16-Jährige lebt in seiner eigenen pubertären Welt. Innere Konflikte überspielt er mit Coolness. Hallo, Bro. Hallo. Ja, ich bin mit Kollegen am Chillen. Am Chillen, Musik machen. Ja. Komm, wir gehen zusammen in die Stadt, Kollege. In der Sekundarschule Rainach ging Youssef vor seinem Timeout zur Schule.
Wegen seiner Gewaltbereitschaft hatte man ihn schon mehrmals verwarnt. Als noch weitere Vorfälle dazukamen, dispensierte man ihn für ein paar Wochen vom Unterricht. Das Fass brachte Youssef zum Überlaufen, als er behauptete, eine Mitschülerin geschwängert zu haben. Eine komplett erfundene Geschichte, sagt sein Lehrer Christoph Knoos. Vermutlich habe der Eritreer den Ruf des Mädchens schädigen wollen, weil sie ihn abwies. Dass er ins Heimat geschickt worden ist, ist von der Schule her, von der Schulseite her, ist das eine einmalige Sache gewesen. Und zwar, weil man einfach gefunden hat, jetzt mit dieser Aussage, dass das Mädchen von ihm schwanger sei, da hat er eine Grenze überschritten, wo die Schule muss auch immer mal zeigen, dass es eine Linie gibt, bis dahin und nicht weiter. Die Tatsache für uns an der Schule war natürlich, dass das Mädchen sich extrem geschämt hat, weil die Aussage sich schnell verbreitet hat und es hat nicht mehr in die Schule kommen. Und dann haben wir eigentlich müssen eine Massnahme ergreifen und haben dann uns für ein Timeout entschieden. Youssef hätte während seines Timeouts eine Schnupperlehre auf dem Bau machen können. Doch schon am ersten Arbeitstag widersetzte er sich den Vorgaben seines Chefs. Daraufhin schickte dieser den Jugendlichen nach Hause. In der Wohngruppe zieht sich Youssef in sein Schneckenhaus zurück. Also mir fällt auf, du bist ein bisschen anders als sonst. Ist was vorgefallen? Ja, aber nicht ganz. Was? Nicht ganz gefällt heute. Nicht? Gefällt dir nicht, ja? Ja. Warum nicht? Einfach heute. Nicht wie ich will, ich habe geredet. Ja. Reden wir das nächste Mal. Ist gut, kein Problem, okay. Patrick Federer ist der Leiter der Wohngruppe. Der Sozialpädagoge hat viel Erfahrung im Umgang mit minderjährigen Asylsuchenden. Jugendliche wie Youssef waren allein auf der Flucht und durchlebten viele Gefahren. Das habe sie geprägt, sagt Federer. Ich würde sagen, es gibt irgendeine dramatische Geschichte im Hintergrund, also dass er schwerst traumatisiert worden ist im Heimatland oder auf der Flucht, dass da irgend so mitschwingt. Es kann sein, dass er schon eine Persönlichkeitsstörung mitbringt, also mit sich bringt. Logisch, wir können das nicht feststellen. Wir müssen wie eine psychologische Abklärung machen. Und da könnten wir es genau wissen, woran es liegt. Aber er blockiert in gewissen Sachen und dann reagiert er eben mit Widerstand oder mit Abwehr oder eben auch durchaus mit Gewalt und versucht eigentlich, sich, ich würde sagen, zu schützen. Das ist in dem Sinne so, dass er es nicht versteht, dann schützt er sich. Und er ist der Meinung, dass das, was er macht, richtig ist. Das Schulhaus Ebenrhein im baselländischen Sissach im September 2018. Seit Kurzem macht hier Scheras, einer der beiden Cousins, die Vorlehre hauswirtschaftliche Richtung. Den Integrationsvorbereitungskurs hat er abgeschlossen. Frau Peter, was soll ich machen? Scheras, Sie dürfen die Suppe kochen. Das Gemüse ist schon geschnitten, Zwiebeln angedünstet. Das Buch liegt daneben. Sie können nach dem Rezept die Suppe fertig kochen jetzt. Der einjährige Lehrgang wird vor allem von jungen Frauen besucht. Sie alle haben nach der obligatorischen Schulzeit keine Anschlussmöglichkeit gefunden. Scheras ist der erste Mann in dieser Schule, der die hauswirtschaftliche Vorlehre absolviert. Wie fühlst du dich so all unter den Frauen? Bist du der einzige Mann? Anfang war schwierig, aber mit der Zeit das ist normal, kein Problem. Schau mal, so nett. Bringen Sie Wasser, macht's dann. Ich sage oft Schatzli und Schnucki. Aus Leder einfach. Mir gefällt dieses Wort. Aber und euch stört das, Schatzli? Nein. Nicht wirklich. Also mich nicht, aber ich weiß nicht, ob es die anderen stört. Sie hat ein Herz von Gold. Wissen Sie? Herz von Gold hat sie. Ich schwöre. Fertig? Ja, komm, jedes Mädchen hat so einen Star, der ihr fährt. Ich kann keinen Freund etwas sagen. Deine Star bin ich, oder? Ich.
Man merkt schon, es ist ein Bub in der Klasse. Ja. Manchmal gibt es schon Diskussionen, wo alle Michael zusammenhalten und er allein ist, aber das nicht so oft. Wir versuchen ihn mitzunehmen, so wie Diskussionen, dass er mitreden kann. Oh mein Gott, wie herzig! Yeah. Ja, was ist das? Oh mein Gott. Das ist so herzig wie du. Oh, ich bin mega herzig. Oh. Wie war das? Gut, oder? Er macht manchmal so viel. Ja, oder? Das ist aber gerade so eine Spruch. Ja, der Spruch, den er immer macht. So. Ich finde, Komplimente sind gratis. Alter, was soll man geben? Das ist sowieso gratis. Auch der Cousin von Geras ist einen Schritt weiter. Cesat kann in Basel eine Attestlehre als Hotellerieangestellter machen. Und Toiletten putzen und so, das stört dich nicht? Also stört mich im Arbeit nichts. Wenn ich irgendwo arbeite, dann alles das gehört zur Arbeit. Und das finde ich gar nicht so schlimm. Jugendliche, die vor allem praktisch begabt sind, sind für die zweijährige Attestlehre geeignet. Ja. Hotelfachangestellte Sandra Viera betreut Cesat. Cesat ist mit meinem Sohn. Ja? Ja, ich habe schon adoptiert. Ja, weshalb? Ich finde, er ist ein toller Junge. Und er macht Arbeit sehr gut. Und das macht mich freuen. Ja. Und er ist so selbstständig. Und er will ein bisschen hochgehen. Und das macht glücklich. Er wolle das Hotelgeschäft vollumfänglich kennenlernen, sagt Cesat. Da sehe er seine Zukunft. Und dann mit deinem Cousin ein Hotel aufmachen? Vielleicht. Wenn du ein Hotel kaufst, nimmst du mich zur Arbeit, Cesat? Ja, du bist der große Chef in der Rezeption. Okay, ich gehe mit euch zur Arbeit. Malia wohnt noch immer in der Wohngruppe für minderjährige Asylsuchende. Er wollte wegziehen, weil ihm oft das Essen gestohlen wurde. Einen anderen Platz fand er noch nicht. Wichtiger ist für ihn ohnehin, eine Lehrstelle zu finden. Was ist dein Traum? Cricketspieler zu werden? Nein, mein Traum ist, also früher war es schon, aber jetzt nicht. Jetzt mein Traum ist, Informatiker zu werden. Ah, okay. Aber ja, ich versuche am besten. Maljar ist ein fleißiger und guter Schüler. Hausaufgaben zu machen ist für ihn selbstverständlich. Zuverlässig ist er auch beim Erledigen der Aufgaben in der Wohngruppe. Jeder Bewohner erhält für den Lebensunterhalt monatlich rund 250 Franken. Hier ist unser neuer Kühlschrank. Also das war die alte. Also von hier wird immer unser Essen geklaut. Und das ist die neue, kleine, einfach für zwei Leute. Mit Schluss. Und da oben sind meine Sachen und unten ist von einem anderen Junge. So. Also jetzt wird nicht mehr geklaut? Nein, also von hier ist keine Chance. Erneut ist Youssef in ein Timeout geschickt worden. Statt in der Schule zu sein, arbeitet er nun ein paar Wochen lang in einer Baufirma. Kannst du mir das geben? Ja. Wir waschen jetzt diese Schublade, machen das nass und dann nehmen wir es raus. So. Sein Betreuer lobt den Eritreer. Er sei pünktlich, ein angenehmer Zeitgenosse mit großem Potenzial. So, gesehen? Ja. Hä? Wie schauen Sie das Timeout an? Es ist eine Chance für ihn. Es ist eine grosse Chance. Er ist hier eigentlich in einer 1-zu-1-Umgebung, wie auf dem ersten Arbeitsmarkt. Er trifft andere Klienten an, er hat hochqualifizierte Vorgesetzte.
Und er ist auch im Coach-Setting sehr gut aufgehoben. Ich denke, er wird, wenn er es clever macht, und so schätze ich ihn ein, wird er es packen. Statt in der Schule zu sein, wollte ich mit meinen Händen arbeiten. Ich will hier mein Bestes geben. Youssef fällt es schwer, über den Grund seines Timeouts zu sprechen. Der Jugendliche missachtete in der Wohngruppe Regeln und reagierte impulsiv. Die Sozialpädagogen sahen sich gezwungen, zu handeln. Tipptopp. Das war wirklich von unserer Seite aus, wo er einfach hier einen Jugendlichen von der Wohngruppe angreifen wollte und gewalttätig geworden ist, wo wir gesagt haben, okay, gut, jetzt das ist genug. Also es ist nicht der erste Grenzübertritt, was er macht. Und deshalb haben wir entschieden, okay, er muss jetzt eigentlich auch diese Grenze spüren und deshalb ist er dann ins Timeout gekommen. Shiraz und Shehzad gehen in Basel flanieren. Seit 3 Jahren leben die beiden Cousins nun schon in der Schweiz. Wie fühlt ihr euch in der Schweiz? Gut. Gut. Sehr gut. Was ist denn speziell gut? Ja, es ist einfach sehr schön, die Läden einfach zum Schauen. Und so viele Leute, freiwillig einfach kannst du überall laufen, kaufen, schauen, probieren und so. Alles ist gut und dann fühlt man sich sehr sicher, sozusagen. Das bunte Stadtleben dient ihnen bloß als Kulisse. Mit den Leuten wollen sie in solchen Momenten nicht in Kontakt kommen. Wichtiger ist ihnen, die eigene kulturelle Identität zu spüren. Es gibt schon in der Schule viele Kolleginnen, im Betrieb viele Kollegen, die manchmal ab und zu gehe ich Ausgang, aber meistens will ich dann mit meinen eigenen muttersprachigen Personen bringen, weil die ganze Zeit ich rede Deutsch oder in der Schule, im Betrieb, überall ist Deutsch draußen. Es gibt in dieser Zeit, dass ich vermisse meine eigene Sprache. Möchtest du hier bleiben? Ja, sicher. Ja. Ist es für dich Heimat oder nicht? Nein, das ist nicht so wie unsere Heimat, aber ich im Moment für mich Schweiz ist so. Zweite Heimat. Zweite Heimatort, sozusagen. Ist nicht mein Geburtsort, einfach ich liebe hier, ich mag hier leben und so. Da fühle ich mich sicher und es gibt viele Möglichkeiten da. Und ja, ich persönlich gefällt mir sehr. Youssef hat sein Timeout im Baugeschäft beendet. Er sollte nun wieder in die Schule gehen. Doch der Eritreer weigert sich. Darüber sprechen möchte er nicht. Sein Betreuer Patrick Federer ist ratlos. Der Minderjährige höre auf niemanden mehr und mache, was er wolle, sagt der Sozialpädagoge. Ich würde sagen, er hat Mühe, einfach wirklich, ich würde sagen, zu integrieren. Also die Integration, so wie funktioniert unsere Gesellschaft, was verlangt eigentlich unsere Gesellschaft, sodass er eigentlich hier problemlos mitwohnen kann, mitleben kann. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo man merkt, da ist da, wo der aneckt. Destruktives Verhalten und mangelnder Integrationswille. Laut Koordinationsstelle für Asylbewerber trifft das im Baselland auf jeden dritten minderjährigen Flüchtling zu. Das ist schwierig für uns. Also das ist der Spagat, was wir einfach ständig machen müssen, zu sehen, okay, gut, inwieweit unterstützen wir den Klient und wo können wir ihm unterstützen und helfen? Wo lässt er sich überhaupt helfen? Und inwieweit macht eigentlich die Gesellschaft mit? Also wie lange macht die Schule mit? Wie lange machen Behörden mit? Ja, und schlussendlich, wie lange können wir eigentlich das tragen? Patrick Federer hat alle Beteiligten zu einer Krisensitzung eingeladen. Mit dabei ist auch Lehrer Christoph Knoos sowie Youssef. Er möchte ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gefilmt werden. Beim Gespräch dürfen wir nicht dabei sein. Es endet mit einer Mahnung an den Eritreer. Sollte er sich nicht bessern, würde er aus der Wohngruppe hinausgeworfen. Ein paar Monate später, im Januar 2019.
Die Sozialarbeiterin erzählt uns, dass Josef nicht mehr in der Wohngruppe lebt. Das Zusammenleben mit ihm wurde für alle zunehmend zur Belastung. Als er in seinem Zimmer beim Drogenkonsum erwischt wurde, musste er gehen. Nun lebt der inzwischen 18-Jährige allein in einer kleinen Wohnung, bezahlt von der Fürsorge. Wenn sie dann so Schwierigkeiten machen, sich an gar nichts mehr halten, keine Tagesstruktur haben, und wenn der Respekt auch davon mangelt gegenüber den Betreuungspersonen hier und gegenüber auch anderen Jugendlichen, dann muss man sagen, dass der Weg dann halt tot zu Ende ist. Geht man da nicht das Risiko ein, dass einer dann durch alle Maschen durchfällt und vielleicht dann straffällig wird, wenn er da muss aus dem geschützten Rahmen gehen? Ja, natürlich. Also das kann es geben. Das ist ein Risiko, das kann man nie kalkulieren. Das kann aber auch passieren, solange sie da sind. Leider. Aber man kann es auch nicht vor allem schützen. Sie müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. Und es ist so, sobald sie auch 18 sind, sind gewisse Schutzfaktoren einfach auch weg. Und dann gibt es niemanden mehr, der dann versucht, um sie herum alles zu betten, dass es für sie angenehm ist. Inzwischen hat Josef dank Unterstützung eine Lehrstelle als Metallbauer gefunden. Damit er die zweijährige Lehrzeit schaffen kann, wird er eng begleitet. Herbst 2018. Einer der beiden Cousins macht eine Vorlehre hauswirtschaftliche Richtung. Scheras hat heute bei Sandra Beer Unterricht. Was würden deine Freunde in Afghanistan sagen, wenn sie dich sehen würden hier bügeln? Keine Ahnung, vielleicht auslachen oder was. Ja, ich weiß nicht. Also machst du es gerne? Ehrlich sagen, ja. Mir macht, ja. Ich finde es sehr schön, einfach alles, was man. Was soll man alles selber machen für sich? Also Bügel, es muss nicht jemand anderen, also wie Sie gesagt haben, eine Frau, muss das nicht eine Frau machen oder so. Einfach selber, mir macht Spaß. Das ist nicht so, ich finde nicht so etwas Schlimmes mit das da. Also ich finde nicht schlimm, ich weiß nicht. Nein, ich finde es gut. Jawohl. Dann können Sie es hier aufhängen. Zu Hause hängen Sie die Hemden auf an den Bügel oder falten Sie es zusammen? Nein, ich schmeiße einfach. Sie schmeißen es einfach? Ja. Wenn Sie es gebügelt haben, dann schmeißen Sie es. Erstens, ich bügele meine, zum Beispiel diese Hemd, was ich angezogen habe, ich bügele das nie. Ich wasche und ich habe sie wieder. Ja, genau. Und nur Arbeitshemd, ich bügele im Betrieb und dorthin hänge ich. Zu Hause mein T-Shirt, Hosen, alles, überall ist geschmissen und so. So, so. Ja, In der Schule gut und so. Ja, und zu Hause. Ja. Genau. Nein, das ist gut. Na, danke. Tipptopp. Haben Sie gut gemacht. Ja. Aber alles scheint er während seiner einjährigen Vorlehre nicht immer gut zu machen. Schulleiterin Gabriele Ammann redet dem inzwischen 21-Jährigen ins Gewissen. Zweimal waren Sie bei mir zu spät und einmal bei Frau Picker. Ja. Waren Sie pünktlich heute? Weißt du, sogar ich 20 Minuten vorher. Ah, ja, wunderbar. Ja. Konnten Sie ja noch eines rauchen, ne? Ja, und heute habe meine Hände hat gelingen und ich habe gesagt, Scheras, aufstehen. Wenn du 10 Minuten schläfst, es hilft sowieso nicht. Sehen Sie? Ist besser aufstehen. Sehen Sie, das ist das, was ich meine. Wenn Sie sagen, Scheras, jetzt aufstehen. Ich will das jetzt, ich will das unbedingt. Ja. Je mehr Sie das machen, je mehr es Ihnen klar ist, Sie wollen das. Ja. Sie verändern. Sie sind derjenige, der was macht. Jawohl. Ja. Und dann aufstehen. Und Ihre Wörter machen mich auch sehr, motiviert. Das ist gut, das freut mich. Ja. Es gibt Leute, wenn zu mir etwas sagt, denn ich höre von hier und hier weg. Ja. Aber von innen trifft direkt in meinem Kopf, Herz, ganze Körper. Super. Ich weiß nicht warum. Zum Beispiel gestern haben sie gesagt, Scheras, pünktlich kommen so, oder? Ja. Und heute am ersten Mal meine Hände geklinkert, sie waren in meinem Kopf. Ja, wunderbar. Und dann fertig. Der andere Cousin hat eine Krise. Der 18-jährige Schesat sagt, dass ihn die zweijährige Attestlehre als Hotellerieangestellter an seine Grenzen bringe.
Im Moment ist das nicht so einfach für mich wegen Lehre, wegen Schule und noch private Sachen. Es gibt, ich muss die ganze Woche arbeiten und dann kommt die Schule. Die Sprache ist sehr schwierig wegen hygienischen Sachen im Hotel. Du sagst auch noch private Sachen. Kannst du erzählen ein bisschen, was du meinst damit? Also private Sachen ist das, dass ich habe auch in Afghanistan Familie und manchmal ich höre von dort etwas, die zum Beispiel Mutter ist krank von Leid seit lang und dann macht mir das noch traurig und wenn ich da so viel Probleme habe, von dort kommen noch Schule schwierig noch, dann ja, dann ist es manchmal sehr sehr kompliziert weiterzugehen, aber Priska Kavenschlumpf ist die Vorgesetzte von Cezad. Er sei ein fleißiger und beliebter Mitarbeiter, sagt die Geschäftsführerin des Hotels. Er selber hadert ein bisschen, es läuft nicht so gut mit dem Deutsch, mit der Schule. So. Er ist ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr hart mit sich selber. Er verlangt sich ein bisschen zu viel ab, aber ich denke, er wird das schon schaffen, weil er ist sehr, sehr ehrgeizig. Er will einfach alles aufs Maul am liebsten. In den Herbstferien macht Malja einen Ausflug ins Berner Oberland. Freizeitvergnügen in einem Kletterpark, das ist für den Afghanen Neuland. In Afghanistan haben nicht alle Kinder ein Hobby. Und so. Also wir spielen schon Cricket, aber das ist also nicht wie mit einem von Mannschaft, Verein oder so. Also einfach zusammen spielen, aber nicht so, also niemand hat so ein richtiges Hobby. Ist das wegen der politischen Situation oder weshalb? Ja, es ist das Wohnsituation, dass manche Eltern wollen nicht, also die wollen einfach studieren, also in der Schule so gehen und so. Also das finde ich auch gut, aber ja, man muss auch ein Hobby haben. Bald schon kommt Malja aus der Schule. Der 17-Jährige ist fleißig und schreibt gute Noten. Gerne würde er eine Lehre als Informatiker machen. Also sehr schwierig, so eine Lehrstelle zu finden. Weil das braucht also Deutsch und ja, manche Lehrstellen brauchen Englisch, Französisch und so. Und das ist ein bisschen schwierig. Sonst Mathe geht schon. Ein angesehenes Hotel im baselländischen Bubendorf. Geras, der ältere der beiden Cousins, absolviert hier den praktischen Teil der Hauswirtschaftsvorlehre. Mir macht unglaublich Spaß mit den Arbeitern, mit den Leuten. Was ist das deine Zukunft im Hotelgewerbe? Siehst du das oder weniger? Als ich Kind war, wollte ich immer in einem eigenen Hotel haben oder in einem Hotel arbeiten oder Restaurant. Und das ist immer noch das, was ich will. Er und sein Cousin Cezad flüchteten 2015 aus Afghanistan. Die Eltern bezahlten die Schlepper. Monatelang waren die beiden Teenager unterwegs. Sie überquerten Berge zu Fuß, schwammen durch Flüsse, versteckten sich in Wäldern. Außer Brot und Datteln hatten sie fast nichts zu essen. Die Schlepper schlugen sie. Die Angst begleitete sie tagtäglich. Sprichst du hier mit den Leuten über deine Geschichte, wie du hierher gekommen bist und wie das alles war in Afghanistan? Nein, nicht so oft. Nicht so oft, ganz wenig, ganz selten. Weil ich will auch nicht selber jedes Mal das Gleiche repetieren und ganze Zeit das Gleiche erzählen. Mir macht auch nicht so viel Spaß. Und ich sage auch nicht so viel meine Geschichte. Eine kleine Geschichte, da war das. Mich glücklich macht, das sage ich schon, aber was mich traurig macht, sage ich nicht. Wenn man an traurige Sachen denkt, dann bleibt man immer traurig. Wenn man an glücklich denkt, dann bleibt man glücklich. Deswegen, ich will nicht traurig bleiben, ich will glücklich bleiben. Und das ist ganz wichtig, dass traurige Sachen alles vergessen und glückliche Sachen alles erzählen und machen.
Im Gegensatz zum Schulunterricht erscheint Scheras zur Arbeit stets pünktlich. Ich zeige dir schnell, wie wir richtig aufdecken. Wir legen zuerst das Messer hin, große Gabel. Und zum Schluss den Dessertlöffel. Voilà. Wir sind mit dem Scheras sehr zufrieden. Er ist total aufgestellt und immer sehr motiviert, wenn er arbeiten kommt. Und das wirkt sich natürlich das ganze Team auf. Ich finde das enorm toll, wie sie ihn auch aufnehmen im Team. Der einzige Schwachpunkt von ihm ist natürlich ein bisschen die Sprache, wo er aber dran ist am Lehren, wo wir schon in dieser kurzen Zeit, wo er bei uns ist, einige Fortschritte auch haben können feststellen. Und das ist natürlich enorm schön auch zum sehen. Malia feiert zusammen mit Landsleuten seinen 18. Geburtstag. Es ist der 1. Januar 2019. Ob er tatsächlich am ersten Tag des Jahres geboren wurde, ist fraglich. Jedenfalls haben die Schweizer Behörden dieses Datum in seinen Ausweis für vorläufig aufgenommene Asylbewerber eingetragen. Viele Flüchtlinge kommen ohne Ausweispapiere in die Schweiz. Und deine Eltern könntest du nicht fragen, wann du den richtigen Geburtstag hast? Nein. Nicht? Nein. Wieso nicht? Also die wissen auch nicht. Ja? Ja. Also ich bin im Dorf geboren und dort steht, also dort schreibt man nicht so etwas oder so. Nicht? Nein. Ist das gar nicht so wichtig, Geburtstag in Afghanistan? Bis jetzt habe ich noch nie also etwas gesehen, dass man hat Geburtstag gefeiert oder so etwas. Also ich finde, das ist nicht so wichtig. Als nun Volljähriger muss er die Wohngruppe für minderjährige Asylsuchende bald verlassen. Es hat noch eine. Zudem wird die Suche nach einer Lehrstelle immer dringlicher. Eine Sozialarbeiterin hilft Malia dabei. Ich hoffe so fest mit, weißt, und ich will, dass es so gut geht und es kommt sicher gut für dich. Weißt. Also, ich finde auch, egal welchen Weg dass es nimmt, ob du jetzt gerade eine Lehrstelle bekommst ab 19 oder ob du eine weiterführende Schule machst. Aber es ist gleich auch, weißt, ich bin ja Mitfieber, das ist mir mindestens genauso wichtig wie dir, dass das gut kommt. Trotz seinen guten Schulnoten fand er bisher keine Lehrstelle als Informatiker. Nun versucht er es als Automatiker. Also ich habe eine Absage bekommen, nur also die haben mich gar nicht gesehen und so. Die haben einfach geschrieben, dass ich nicht so lange in der Schweiz bin und ich muss einfach zuerst Deutsch lernen und so. Also abschicken. Schon fertig. Tada! Besser Deutsch lernen ist auch bei Scheras ein Thema. Er braucht Nachhilfeunterricht. Der geriebene Käse ist für die Spaghetti. Mhm, und jetzt haben Sie einen Buchstaben zu viel. Es ist ja der Käse, Einzahl. Dann ist der geriebene Käse. Jawohl. Die getrockneten. Getrockneten. Genau. Wer hat Deutsch gemacht? Ich kann hier auch mit. Seine Motivation im schulischen Teil seiner Hauswirtschaftsvorlehre hält sich in Grenzen. Er erscheint zu spät zum Unterricht oder er vergisst die Hausaufgaben. Er ist ein bisschen fleißiger geworden, aber er braucht immer wieder ein bisschen Antrieb zwischendurch. Ich denke, ich bin an der Grenze. Manchmal mache ich, manchmal nicht. Aber macht mir das. Ja, es ist schon besser als früher, aber er braucht immer wieder ein bisschen Antrieb. Und mit Anna zum Beispiel bin ich schon ein bisschen besser zufrieden. Die macht es schon seriöser als sie, Scheras. Und warum machst du das nicht so seriös, Scheras? Der Grund ist, dass manchmal verstehe ich nicht oder manchmal habe ich keine Zeit. Oder das muss man nicht sagen, aber manchmal habe ich auch keinen Bock. Keinen Bock haben ist kein Argument, das ihr zählt. Grüße, grüße miteinander. Scheras, kann ich Sie noch für ein Gespräch haben? Ja, ich komme. Haben Sie Zeit? Ja. Gut. Schulleiterin Gabriela Ammann zitiert den Afghanen in ihr Büro. So, Scheras, wir hatten ja vor einigen Wochen ein Gespräch miteinander. Ja. Musste ich ein bisschen ernsthaft mit Ihnen reden. Ja.
Weil das mit der Pünktlichkeit nachgelassen hat und Ihre Hausaufgaben nicht gekommen sind? Ich habe ja gesagt, wenn Sie nicht mehr pünktlich da sind, ja, dann schicke ich Sie wieder nach Hause. Ja. Ruf Ihren Ausbildner an und mache Ihnen unentschuldigte Absenz. Also wirklich die volle Ladung. Vom Betrieb lese ich an sich nur gute, ja, gute Rückmeldungen für Sie. Was für Sie wirklich die Herausforderung ist, ist die Schule. Ja, na, im Arbeit, im Betrieb bin ich sehr zufrieden. Dort habe ich kein Problem. Aber wenn ich dann denke, dann Montag ist Schule, ja, dann habe ich dann in meinem Körper habe ich Probleme. Ein bisschen Stress, ja, ja. Aber wir wissen ja, wir sind uns einig, Schule braucht es, ja, normal. Abschluss braucht es hier, damit Sie überhaupt irgendwo weiterkommen. Das wollen Sie ja auch, mhm, oder? Ja. Und da müssen wir Sie noch ein bisschen fit machen, dass Sie das auch gut hinbekommen. Ja. Sehr gut. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Nachmittag. Danke. Und sehen Sie morgen wieder. Jawohl. Gut. Sollte sich Sheraz nicht bessern, droht ihm der Rauschmiss. So schaffe ich mit ihm nicht. Also ich werde ihn nicht mehr so beschulen. Einfach müssen sagen, nein, das geht nicht. Weil es ist auch mit den anderen zusammen natürlich einfach nicht. Im System funktioniert es einerseits nicht. Auf der anderen Seite ist das nicht die Vorbereitung für nachher, was ich machen will. Wenn es da nicht funktioniert, funktioniert es nachher in der Berufsschule eben auch nicht. So, Mann, jetzt geht es los. Auch bei Cousin Chesat läuft es nicht rund. Nein, 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 nein. Jawohl, nein. Er hat seine Attestlehre als Hotellerieangestellter abgebrochen. Damit steht er nicht alleine da. Rund die Hälfte aller Flüchtlinge im Kanton Basel-Land brechen Integrations- oder Attestlehren ab. Das belegen Erfahrungswerte der kantonalen Koordinationsstelle für Asylbewerber. Der Grund war, aus Hotellerie hatte ich auch langsam hatte ich keine Lust mehr gehabt, weil da drinnen war sehr viel Putzen. Und es hat mich am Anfang sehr viel Spaß gemacht, aber langsam, langsam. Zu Hause auch putzen, Betrieb auch putzen, dann war es zu viel für mich. Dann habe ich gedacht, ich mache lieber etwas anderes, was mir Spaß macht. Und deshalb habe ich dann die Lehre abgebrochen. Aber wäre nicht besser gewesen, das durchzuziehen und fertig zu machen, die Ausbildung? Also das ist von meiner Kindheit, was ich denke. Ich denke immer, nichts ist besser als mich. Wenn ich auch etwas nicht mag, dann mache ich auch nicht eine Minute. Weil es macht mir dann relativ krank und das will ich nicht. Wenn etwas mir nicht gefällt oder nicht passt, dann bin ich ein Mensch, wo ich sage, stopp jetzt. Wie es weitergehen soll, weiß er nicht. Chesat ist aber zuversichtlich, dass er eine Lösung finden wird. Ein Industriebetrieb in Ittigen, Kanton Basel-Land. Malia kann hier eine Schnupperlehre machen. Damit wir eine gerade Fläche haben. Und dann machen wir hier das Viertel weg. Weder als Informatiker noch als Automatiker fand er bisher eine Lehrstelle. Nun interessiert sich der Flüchtling aus Afghanistan für den Polymechanikerberuf. Jetzt seit Montag habe ich hier geschnuppert und ja, habe ich gesehen, also das ist besser für mich, also ein besserer Beruf als anderen. Malia ist aufmerksam bei der Sache. Also, haben wir unsere CNC Dreh- und Fräsmaschine. Ja, also hier programmiert ihr im Computer oder auch hier? Programmierung am Computer. Okay. Das kommt dann auf unsere virtuelle Maschine. Also das habt ihr gezeichnet, also meine Polymechaniker oder? Ja. Es kommt. Am Ende der Schnupperzeit wird er dann noch einen Test machen müssen. Im Gegensatz zur Schule zeigt Sheraz im Hotel jeweils vollen Einsatz. Heute erntet er die Früchte für seinen Fleiß. Lehrlingsausbilder Asani Sali und Hoteldirektor Tamino Palm haben für ihn eine positive Nachricht. Ich finde es ganz toll, von ganz vielen Gästen bekomme ich sehr gutes Feedback und gute Rückmeldungen, dass du sehr aufgestellt bist und fröhlich bist. Und das ist das, was wichtig ist bei uns. Und deswegen möchten wir dir die Möglichkeit geben, bei uns die Lehre zu machen. Merci. Bitte schön.
Voilà, zeigt ja das schnell. Ja. Also, diese Lehre dauert 2 Jahre. Ja. Und fängt offiziell am 1. August an und dauert bis am 31. Juli 2021. Alles gut soweit? Ja, das passt. Bist du einverstanden? Ja. Sehr schön. Einer der beiden Cousins hat nun also eine Lehrstelle gefunden. Scheras wird Restaurationsangestellter mit eidgenössischem Berufsattest. Am Anfang in der Schule habe ich gedacht, vielleicht ich bekomme keine Lehre, weil es so schwierig ist und so. Aber endlich habe ich das bekommen. Ist viel Dank von euch alle, alle Mitarbeiter, Chef. Überall habt ihr mich geholfen mit alles. Und Lehre hier, darf ich Lehre machen. Ich bin sehr dankbar. Danke. Danke sehr vielmals. Trotz Lehrvertrag, das Schuljahr muss Scheras noch zu Ende bringen. Und eine Abschlussprüfung steht ihm auch noch bevor. Zum Wohl miteinander. Danke. Super. Scheras, alles Gute. Danke. Danke vielmals. Willkommen in der Familie. Danke. Alles Gute. Danke. Merci. Cheers, Salins. Am letzten Tag seiner Schnupperlehre muss Malja einen Test machen. Hallo. Lehrlingsausbildner Jörg Friedli will wissen, ob der junge Mann für den Beruf des Polymechanikers geeignet ist. Jetzt haben wir hier 2 Zeichnungen. Hier hinten dran sind die Teile. Da müsst ihr entsprechende Teile noch nehmen. Und dann mal sämtliche Masse, die auf diesen Teilen sind, messen mit der Schieblehre, die ihr hier habt. Ja. Und dann, wenn ihr das erste Teil fertig habt, würde ich dann mal eine Gegenmessung machen, um zu schauen, ob das, was ihr hier gemessen habt, ob das stimmt. Wenn wir das jetzt anschauen, da haben wir den Durchmesser 10,1 gemessen. Wenn ich jetzt das gegen kontrolliere, dann sieht man auf der Anzeige 10,07. Ja. Also ist das absolut korrekt. Gut, bravo. Wie ist die Woche gelaufen? Was habt ihr selber für ein Gefühl? Wie war es? Also für mich, also ich finde, das ist gut gewesen und so. War es interessant? Ja, sehr interessant. Mhm. Ja. Ich von meiner Seite kann Ihnen ein sehr gutes Zeugnis ausstellen. Ich bin sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit diese Woche. Sie haben mir gezeigt, dass der Polymechaniker das Feuer in Ihnen erwacht hat. Sie wollen diesen Beruf erlernen, habe ich das Gefühl. Und ich würde Sie sehr gerne bei uns willkommen heißen für diese Lehre zum Polymechaniker. Danke, vielen Dank. Würde mich sehr freuen. Ja, ich auch. Ja. Malja wird zusagen. Ein paar Tage später unterzeichnen die beiden den Vertrag für die 4-jährige Lehrzeit. Abschlussprüfung der Vorlehre hauswirtschaftliche Richtung. Jetzt muss Scheras zeigen, was er kann. Frau Picker, ich habe nur eine Frage. Ja. Erbsen und Mozzarella, soll ich erst in Soße tun oder später? Was steht im Rezept? Frau Picker, wie soll ich die Stange waschen? Soll ich zeigen Ihnen? Bitte, ja. Ja. Die Stange aufschneiden, längs ungefähr bis in die Mitte. Mhm. Können Sie schön auswaschen, alles. Hä? Mhm. Da ist viel Milch, das ist zu viel, das wird ganz flüssig. Nehmen Sie Milch zurück. Sonst haben Sie eine ganz dünne Pampe. Es braucht noch mehr Wasser, oder? Wollen Sie es flüssig? Ich weiß nicht, Sie sind Chef. Ich würde die Herdplatte ausstellen, sonst brennt es an unten. Das Menü war ihm schon vor der Prüfung bekannt. Daheim ausprobiert hat er es nie. Er hätte theoretisch auch den Arbeitszeitplan daheim im Voraus machen. Das hat er nicht gemacht. Er ist heute Morgen gekommen, hat ihn heute Morgen gemacht. Also man könnte sich besser vorbereiten. Ich bin vorbereitet, was habe ich? Alles im Griff. Aber du musst immer wieder nachfragen. Ja, das ist normal. Manchmal verstehe ich Deutsch nicht, denn ich muss ich fragen. Den Tisch für die Gäste hat der Asylbewerber bereits gedeckt. Ich finde ihn schön, der Tisch. Er ist laubig bunt. Ja. Die letzten Wochen habe Scheras wieder mehr Einsatz gezeigt, sagt Schulleiterin Gabriela Ammann. Er sei pünktlich zum Unterricht erschienen und die Hausaufgaben habe er auch gemacht.
ständig. Wie würden Sie die Zukunft des Scherats so taxieren oder einschätzen? Der macht seinen Weg. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich denke, es hat sich jetzt gerade auch in den letzten Wochen gezeigt, dass es für ihn nicht so einfach ist. So das Pubertäre auch, wo halt einfach auch mal darf gelebt sein, muss gelebt sein, zeigt sich in gewissen Sachen halt. Ist auch richtig. Und immer kommt er aber wieder zurück. Man merkt, er will unbedingt, gibt sich Mühe. Der macht das schon. Die ersten Gäste treffen ein, darunter auch Asani Sali, der Lehrlingsausbildner von Shiraz. Der Afghane steht unter Druck. Sein Essen ist noch nicht fertig. Ja, jetzt wird es langsam knapp. He? Ja, bei mir, ja. Sieht schön aus, aber. Ja, sieht schon aus, aber wie soll ich das hoch? Ja, das geht schon. Ja. Ja. Nicht ganz einfach, hä? Aber es geht. Was soll ich für an der Seite so etwas? Ja, Geras, das müssen Sie planen. Das ist ein Planungsthema. Merken Sie, wir kommen immer wieder dazu, hä? Da müssen Sie im Voraus überlegen. Was ist der Grund, dass du dich so schlecht vorbereitet hast auf diese Prüfung? Ich weiß nicht, kann nicht antworten. Was ist schlimm in dieser? Alles ist gut, doch ich habe rechtzeitig fertig gemacht. Trotzdem, das ist nicht gut. Egal, ich kann nur das machen, mehr kann ich nicht. Und ich glaube, da ist er ein bisschen hässig geworden auf sich selber natürlich, dass er sich nicht besser vorbereitet hat. Und an diesen kleinen Detail kommt es jetzt natürlich führen. Aber hat das irgendwie einen Einfluss auf seine ganze Leistung am Schluss? Also die Präsentation von der Optik, das macht sicher ein bisschen etwas aus. Aber es ist ja so ein riesen Feld, das beurteilt wird, dass das ein kleiner Teil im Ganzen ist. Ja. Schön, haben Sie schön die Oberfläche, haben Sie schön gemacht. Super, sehr gut. Jetzt mit dem Salz noch mal drauf gemacht, dann wirklich super gemacht. Super. Danke. Hast du richtig Mühe gegeben heute? Für mich ist auch wenig Salz. Trotz schlechter Vorbereitung besteht Geras die Abschlussprüfung mit Note 5. Das Hotel in Bubendorf hat einen neuen Mitarbeiter. Shehzad arbeitet wieder und macht hier ein Praktikum. Sein Cousin Geras verhalf ihm zum Job. Als Einstieg muss der Neuling zuerst einmal das Küchenpersonal bedienen. Ingi, was willst du? Wasser. Und für dich? Eine Cola. Ingi hat kein Wasser ohne, gell? Ich habe Cola. Hat er Cola gesagt? Wer hat Wasser mit? Komm, Bruder. Wasser, ohne. Bitte schön. Als er nicht da war, ich habe immer gedacht, wo ist er jetzt? Was macht er jetzt? Mit wem ist er? Oder? Und er ist mit mir und ich weiß, was er macht. Wann kommt er arbeiten? Wann nicht? Irgendwie habe ich mehr Informationen über ihn. Wir haben niemanden da in der Schweiz, auf uns aufzupassen. Wir müssen aufeinander aufpassen. Und dann irgendwie ist es besser, wenn ich ihn immer sehe. Also Betrieb, zu Hause, Ausgang. Wir sind fast überall zusammen. Und das ist irgendwie für mich auch besser, wie er gesagt hat, dass wir jemanden zum Beispiel irgendwann meine schlechte Laune im Betrieb. Und dann kann ich nicht zu jeder gehen und sagen, ich habe schlechte Laune. Aber mit ihm kann ich das alles erzählen und sagen, was passiert ist, was wäre. Malia macht einen weiteren Schritt in Richtung Selbstständigkeit. Er verlässt die Wohngruppe und zieht zusammen mit afghanischen Kollegen in eine WG. Zwei Jahre lang war die Wohngruppe sein Zuhause. Stets konnte er Sozialarbeiter um Rat fragen. Hier habe ich auch so immer so gedacht, ja, wenn ich etwas Schwieriges, ja, ich habe schon Hilfe und so, die werden mir helfen. Aber dort, wenn ich ein Problem habe, muss ich selber lösen und so. Wow, wow, wow.
वीडियो की राजी मत लो गुरु ने दी Die Wohnung bezahlt die Gemeinde. Dank Lehrlingslohn und Sozialhilfe hat er etwas mehr als 900 Franken für den Lebensunterhalt zur Verfügung. Das ist mein Zimmer. Das ist Wohnzimmer. Wohnen plus Besucherzimmer. Das ist das Zimmer, hier wohnt mein Freund. Das ist das Zimmer. Das ist von ihm. Was bedeutet das, dass ihr jetzt so eine Wohnung zu haben? Ja. Also ich finde das sehr, also für mich ist das sehr wichtig und ein wichtiger Schritt auf mein Leben. So. Vor 5 Jahren flüchtete Malia als Minderjähriger vor den Taliban in die Schweiz. Der Afghane musste traumatische Erlebnisse verarbeiten und sich hier integrieren. Nun hat er eine Lehrstelle gefunden und damit eine Perspektive. Heute wird Shezad für seinen Einsatz während seines Praktikums belohnt. Du hast bei uns Praktikum machen und wir sind sehr zufrieden. Und deswegen machen wir einen Vertrag mit dir. Gell? Willst du mal zuerst unterschreiben? Auch er erhält wie sein Cousin einen Lehrvertrag als Restaurationsangestellter. Weil Shezad seine erste Ausbildung abgebrochen hat, redet ihm sein Ausbildner ins Gewissen. Du weißt, dass du wirklich dran bleibst, gell? Ja, das mache ich. In 2 Jahren musst du voll. Nicht, das dass mache du ich. Wieder Lehre abbrichst. Nein, und so, das werde ich. Und das meine ich ernst, weißt du? Das ist deine sehr gute Chance, gell? Ja, und das werde ich schaffen, inshallah. Okay. Das ist eine große Chance für mich in Zukunft, ein richtig großer Schritt. Und ich werde es wirklich selbstständig weiterzubringen und möchte ich, dass die Lehre mit guten Noten abzuschließen. Dann willkommen, Shezad. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam das schaffen. Gell? Danke schön vielmals, Sali. Es freut mich, da weiterzumachen. Bitte. Shezad und sein Cousin kamen vor 5 Jahren als minderjährige Asylbewerber in die Schweiz. Grüezi miteinander. Als Flüchtlinge aus Afghanistan fingen sie weit unten an. Sie mussten Deutsch lernen und sich an die hiesige Kultur anpassen. Es gibt noch ein paar Sachen, das muss ich noch erreichen. Aber ich denke, ich bin in guter Weg. In 2, 3 Jahren dann haben wir schon mal die Bewilligung und dann können wir zur Familie gehen. Dann haben wir alles haben wir. Ich glaube, in 2, 3 Jahren dann sind wir genau wie ein Schweizer. In der Schweiz glauben sie nun gefunden zu haben, was ihnen fehlte. So, darf ich Ihnen zum Probieren gehen? Ein Leben mit Zukunft.